Karl-Heinz Basten, Sie sind Deutschlehrer am Heinrich-von-Kleist-Gymnasium in Bochum. Sie sind Theaterpädagoge Roland Wagner. Man erwartet ja, wenn man hört Heinrich-von-Kleist-Gymnasium, man erwartet ja nichts anderes, als dass da Theater gespielt wird. Herr Wagner, wie ist es dann tatsächlich zu dem Projekt gekommen, das uns die Schüler gleich vorstellen werden? Also wir waren auf der Suche nach einem Stück von Heinrich Kleist, Der alte Hut, was haben wir nicht gefunden. Dann war die Frau Zöller bei uns und machte eine Lesung. Wir hatten das Buch über den Anton oder die Zeit des unwerten Lebens gelesen. In der Schule, im Unterricht, hat der Basten das gemacht. Frau Zöller war dann zu einer Lesung da. Und da diese Klasse, das sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, ganz besonders sozial engagiert ist in allem, was sie tun und mitmachen, kam so die Frage, ob man da nicht eine kleine Szene spielen könnte. Das gaben wir erstmal an Frau Zöller weiter und die sagte, nee, das kann ich gar nicht, möchte ich nicht, möchte lieber lesen. Und sie bat uns dann, das zu tun und das haben die Kinder super umgesetzt. Das war die Klasse damals 7D, jetzt 8D, wenn Sie Deutschlehrer sind. Karl-Heinz Basten, welche Bedeutung hat für Sie dieses Projekt in Ihrem Unterricht? Ja, ich denke, das ist zunächst mal eine Umsetzung dessen, was an Möglichkeiten besteht im kreativen Umgang mit Texten. Und die Tatsache, dass man ein Theaterstück bzw. eine kleine Szene daraus entwickelt, bedeutete für die Schüler schon so viel, dass sie sich in Rollen einfinden mussten und ein Stück weit vielleicht auch verstanden haben, wie Wirkung entsteht. Wirkung in Bezug auf den Umgang mit Macht, mit Narzissmus. Und das hat am Ende bei den Schülern schon mehr bewirkt als das reine Lesen, wenngleich die Schüler damit auch schon eine Menge Erfahrung gesammelt haben in Form von Lesetagebüchern, die sie dann auch zusammengestellt haben.